Hey, hier bin ich wieder, euer Lance mit neuen Tipps und Informationen rund um GTA. Heute habe ich mal einen krassen Duplication Glitch für euch. Der erste mit Flugzeugen im Hangar. Allerdings bin ich mir bei der Sache nicht sicher, weil es sieht nach einfach dreckigen Kopien aus. Aber ich möchte ihn euch nicht vorenthalten und er geht sehr leicht und macht viel Spaß. Was ihr dafür braucht, ist mal wieder ein Elegy. Den könnt ihr bei Legendary Motors für 0 Euro bestellen. Sobald ihr die Mitteilung habt, dass er eingetroffen ist, fordert ihr ihn an und er wird euch in die Nähe der Militärbasis geliefert. Ihr seid dann am besten im Secure Reserve als Manager eingetragen, weil ihr euch dann einen Buzzard bestellen könnt, schnell zu dem LG fliegen könnt. Und ihn zerstört. Nun kehrt ihr in den Hangar zurück und steigt in das Flugzeug an, was ihr duplizieren wollt. Bei mir ist es die sehr auffällig lackierte Tula. Nun ruft ihr über euer Handy Mosmutl an und wählt den Elegy aus. Ihr müsst nun gleichzeitig mit der Tula aus dem Hangar fahren und den Ersatz des Elegy bestätigen. Nun haben wir zwei Kopien. Eine saubere bzw. das Original und eine dreckige Kopie, weil wir können diese Kopie nicht verkaufen. Ihr könntet Geld machen, also ungefähr die Hälfte vom Einkaufspreis einmal machen, indem ihr euer Original verkauft. Ich habe das Ganze jetzt nochmal mit der Moltoc gemacht und ihr seht, ich müsste ein Fahrzeug nach der Kopie überschreiben, das ich original im Hangar habe. Also das Original steht jetzt noch im Hangar und ich sitze schon in der Kopie. Ich persönlich werde keinen Profit aus diesem Glitch machen, sondern die Kopie einfach überschreiben, fand es aber sehr lustig, es mal auszuprobieren und euch vorzustellen. Du weißt, wie es läuft. Wenn dir das Video gefällt, liken und adden. Danke.